Sony Computer Entertainment Europe presents. A Disney Interactive Game. Mit Eurocom Entertainment Software. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Let's Play Disney's Hercules. Ja, Freunde, ich habe ein bisschen rumgewühlt in meinen uralten PSX-Spielen. Und ich habe Hercules gefunden. Und weil ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, dass das Spiel schon irgendwie ganz lustig war, dachte ich mir, zocken wir das einfach mal zusammen. Ich habe es mal probehalber vorher durchgespielt, einfach nur, um ein paar Passwörter zu haben. Denn da war so ein Nazi-Level mit dabei, bei dem ich immer wieder verreckt bin und dann möchte ich nicht wieder ganz von vorne anfangen. Deswegen habe ich mir schon mal so ein paar Passwörter gesichert. Und deswegen können wir jetzt auch gleich loslegen. Da kommt der gute Herky Boy auch schon rein mit den Amazonen dazu. Nein, was sind das eigentlich für welche? Irgendwelche Musen wahrscheinlich. Und wir gehen direkt auf Spiel starten und schauen uns an, wie... Achso, Moment, ich muss erst kurz überlegen. Das Ganze läuft übrigens über den PSX-Emulator ePSX. Und ich habe einfach die CD reingeworfen. Ja, genau, und deswegen, falls ihr zwischendurch mal meinen PC abheben hören werdet, dann liegt das einfach daran, dass das CD-Laufwerk ganz schön zu rattern hat hier. Und wir werden wahrscheinlicherweise auch ein paar Lags mit drin haben, weil das immer wieder nachladen muss. Das ist ein bisschen nervig, aber das müssen wir jetzt einfach überstehen. Und ich glaube, so ging's. Genau, da starten wir das Spiel und dann beginnen wir mal mit der Heldenkarriere. Sag mir nur eins, wird dieser Knirps meine geplante feindliche Übernahme versauen oder was meint ihr? Und damit geht's ins erste Level. Jungfrauenrettung für Anfänger. Herkules in seiner Ausbildung beim Heldenausbilder Phil. Und wir haben hier gerade Hades mit der Synchronstimme von Jeff Goldblum gesehen. Ein sehr sympathischer Geselle, wie ich finde. Und auch die drei Hexen sind eigentlich ganz knuffig. Mit denen werden wir jetzt aber erstmal nichts zu tun haben, denn Herky muss jetzt erstmal irgendwie eingeführt werden in das Heldenleben. Und dazu gibt's einen wundervollen Parcours. So, jetzt müssen wir erstmal schauen. X zum Springen, wunderbar. Dann haben wir hier Kreis, Viereck und Dreieck. Haben wir denn irgendwas auf den R-Tasten? Nein, sieht nicht so aus. Wunderbar, dann können wir auch schon loslegen. Und zacki. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, so ein bisschen. Und da haben wir schon das erste Mal, dass es nachladen muss. Ja, das wird jetzt noch öfter vorkommen, glaube ich. Her mit dir. Wunderbar. Was kommt jetzt? Mach weg die Scheiße, Phil. Huah! Ja, und wie geht das jetzt hoch? Ah! Ich verstehe. Ja, also wir müssen hier, es gibt verschiedene Sachen zum Einsammeln und zwar kann man einmal diese Herkules-Buchstaben einsammeln. Also wir haben ja gerade das H erhalten und es wird insgesamt so viele Buchstaben geben, dass Herkules als Name rauskommt. Ich weiß gar nicht, was es dafür gibt, ehrlich gesagt. Ja, dann halt nicht. Ich weiß gar nicht, was es dafür gibt, ehrlich gesagt.
Und dann gibt es noch Urnen zu sammeln in jedem Level. Davon gibt es 4 Stück. Und wer die 4 Urnen sammelt, huch, das ist ja gemein. Aua, ich wollte doch noch die Münze haben. Wer alle 4 Urnen sammelt in einem Level, der bekommt das Passwort für das nächste Level. Ansonsten bekommt man das Passwort nicht. Also man muss schon ein bisschen die Augen aufhalten. Aber wir werden nicht alle Passwörter sammeln. Zacki, zacki. Denn wir haben ja nicht den Anspruch hier, das noch 5-mal wieder zu spielen. Wir wollen das durchzocken und fertig die Geschichte. So, her damit. Mach auf, Phil. Hinten ist auch schön da Pegasus im Hintergrund, der dann irgendwelchen Schaltern rumtrippelt. Der gute alte Freund Pegasus. Ach, die muss man 2-mal treffen. Okay. Dann halt 2-mal, das kriegen wir alles gut hin. Wunderbar. Und nochmal in die andere Richtung. Es ist natürlich auch wunderbar, in einem 2D-Spiel ein 3D-Timing hier reinzumachen. Also man sieht ja überhaupt nicht, ob man trifft oder nicht eigentlich. Im Voraus. So, und jetzt komm rum hier, du blödes Ding. Wunderbar, jetzt haben wir's. Los, gib her. Jawohl. Da haben wir unser Leben erweitert und, oh ja, das nehmen wir doch gerne mit. So. Herkulade! Damit können wir unser Leben aufbessern mit der Herkulade. Und hier ist Hermes der Götterbote. Der ist für die Zwischenspeicherung zuständig. Also wenn wir jetzt verrecken, kommen wir an dieser Stelle wieder raus. Und wieder mal eine Herkulade! Ach, diese Ladebildschirme. Es ist ein bisschen nervig. Aber ich habe auch... Huch, ich habe aber auch noch nichts gefunden, wie man die irgendwie verhindern könnte. Ich lasse jetzt mal diese eine Münze zurück. Das können wir übrigens hier machen. Aua, verdammt. Das ist nicht so wie geplant gelaufen. Ja. Ach Mensch, ich stelle mich aber gerade auch ein bisschen blöd an. Könntest du bitte weitermachen? Dankeschön. Ja, also, zacki. So, das hast du dich. Wir können hochspringen und mit der Pfeiltaste nach unten drücken. Dann können wir hier einen netten Jump machen. So, und da haben wir auch schon die erste Urne und weitere Buchstaben. Wie wir sehen, haben wir schon das E verpasst. Also, ich weiß auch gar nicht, wo es war jetzt, ehrlich gesagt. Ist mir jetzt aber auch gerade ziemlich Wurst. Denn ich habe jetzt nicht so den Anspruch... Oh Gott, das ist ja gemein. Ich habe nicht so den Anspruch, jetzt alles einzusammeln hier. Wir werden das Ganze einfach durchzocken und dann ist fertig der Lack. So. Noch ein bisschen die mechanischen Vögel aus dem Weg geräumt. Aua. Ich glaube, mit dem Schwert geht das ein bisschen besser, als wenn wir nur die Fäuste benutzen. Zack. Ja, und die guten Herkuladen, die füllen uns doch auch immer wieder das Leben gleich auf. Also, wir sind jetzt nicht weiter gefährdet. Mensch, hier ist aber was los an Vogelverkehr. Wie wir bei Asterix Erobert Rom gelernt haben... Wer das gesehen hat, wer nicht, sollte sich das unbedingt antun. Wenn die Vögel tief fliegen, gibt es Regen. Kommt her. Jetzt macht man nicht so ein Theater hier. Ich will aber auch nicht hochspringen, dann springe ich bestimmt wieder genau in einen rein. Vielleicht auch nicht. Vielleicht aber auch doch. So, jetzt aber. Wunderbar. Weiter geht's. Ja, ich finde diese mechanischen Vögel ein bisschen merkwürdig. Aber gut. So, was haben wir hier Schönes? Hua, Haie! Tückisch, tückisch. Und Phil, der alte Ziegenbock, der kommt auch mitgerannt hier. So. Das haben wir. Kein Problem. Hallo, Hermes. Und diese Säulen müssen wir mit einem aufgeladenen Schlag wegräumen. Das geht so. Wunderbar. Und gleich nochmal. Bitte laden, dankeschön. Und bam. Weiter geht's. Durch den Zauberwald. Das nehmen wir mal mit, auch wenn wir es eigentlich nicht brauchen. Kann ja nie schaden. So. Also natürlich ist es jetzt am Anfang hier noch nicht weiter herausfordernd, denn das ist ja erst das Trainingslevel. Dass ich das schon mal durchgespielt habe, jetzt wieder probehalber, ist jetzt übrigens schon wieder ein paar Wochen her. Also ich bin auch schon wieder etwas aus der Übung.
Mal schauen, wie das Ganze so laufen wird. Laden, laden, laden. Ja, bitte. Dankeschön. Herkuladen. Meister des schlechten Wortwitzes. Wie immer. So, was müssen wir denn jetzt Schönes machen? Laufen am besten. Gut. Zack, weg mit dir. Aua, 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 aua. Wo kommen die alle her? Achso, ich habe übrigens Schwierigkeitsgrad Mittel eingestellt. Also, nicht ganz leicht, aber ich denke, es wird machbar sein. So, ich weiß jetzt gar nicht, was ich beim Probespielen für einen Schwierigkeitsgrad drin hatte, aber ich glaube, Mittel ist erstmal standardmäßig eingestellt. So, da rollen wir erstmal fix auf, damit die Kerle uns ja nicht so nerven. Und weiter geht's. Und ja, mal wieder was. Zack. Und. Und. Ja. Und. Immer noch nicht. Was ist denn jetzt los? Und. Was machst du, Junge? Er will nicht mehr. Jetzt! Na, geht doch. Ich weiß nicht, was er hatte. So, dann haben wir das U und wir sehen, wir haben... Ah ja, immer noch das E verpasst. Also wir können es schon gar nicht mehr abschließen. Das kommt immer schön in chronologischer Reihenfolge hier, die Buchstaben. Also es ist sehr leicht abzusehen, ob man das... Laden. Danke. Ob man das schaffen kann oder nicht. So. Oder sammeln wir hier weiter Leben ein. Und hier haben wir schöne Sachen. Ach, übrigens, diese Dinger, die wir hier sammeln können. Wir können hier mit den... L- und R-Tasten können wir hier oben das hin und her schalten. Oben rechts in der Ecke, wenn ihr mal gucken mögt. Können wir unsere Waffe... Was lädst du denn schon wieder? Regel Nummer 95, Kleiner. Konzentration. Halt die Klappe, Phil. Also wir können ja die Waffe hin und her wechseln. Und zwar so ist normales Schwert. So haben wir jetzt das Ding, was wir gerade eingesammelt haben. Da können wir so putzige Schallwellen aussondern. Was tust du? Ja, und dann haben wir hier noch unseren coolen Blitz. Den werden wir noch gebrauchen können. Okay, wir haben jetzt... Wo haben wir das denn jetzt hergeholt? Egal. Ich schalte mal wieder auf das Schwert. Run! Du hättest den auch erstmal liegen lassen können. Dankeschön. Ich wollte schließlich erstmal hier ein bisschen sammeln. So, jetzt hüpfen wir mal hier drauf. Komm schon! Geht doch! So, jetzt sammeln wir mal das Steinchen auf und gehen weiter. Hüpf! So! Und zack, den schmeißen wir hier hin. Jetzt nehmen wir die ja auch noch mit. Ey, das war gemein! Regel Nummer 95, Kleiner! Konzentration! Was du nicht sagst. So, nach oben drücken und auf werfen drücken und dann haben wir fast alle weggeräumt. Ach, geht doch. Wie auch immer die jetzt noch draufgegangen sind, ich weiß es nicht. So, und hier ist aus dem Nichts ein neuer Stein, ja, ein neuer Stein respawned worden. Und wir werden die noch brauchen, denn wir haben noch mehr von diesen Dingern. Eigentlich brauchen wir die gar nicht wegräumen, das ist jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber. Aua. Das war aber gemein. Ach, scheiß drauf, ich lasse die Dinger jetzt stehen dort. Ist mir jetzt gerade Wurst. So, und hier ist natürlich ein bisschen zu hoch. Was machen wir, wenn wir nicht hinkommen mit dem Springen? Wir holen uns einfach einen Stein zur Hilfe. Also das Ganze ist natürlich hier so ein bisschen mit einführendem Charakter, damit wir dann später das Ganze in brenzligeren Situationen ordentlich hinkriegen, können wir das Ganze erstmal hier ganz gefahrlos ausprobieren. Man kriegt ja auch keine Einweisungen oder irgendwas. Also es ist hier einfach, man wird reingeschmissen und kann ein bisschen probieren. So, zack, klickt man den Stein hin. Ja, nicht auf dich drauf. So, hier hoch, bitte schön. Ja, ich habe es heute irgendwie nicht so mit dem Sprechen, glaube ich. Und hier hoch und den nehmen wir auch noch mit. So. Und dann müssten wir es eigentlich bald geschafft haben mit dem ersten Level.